Wenn man sich die Sequel-Trilogie ansieht, bemerkt man schnell, dass es ein einziger Sauhaufen ist. Aber kann man in diesem Haufen Müll einen Punkt ausmachen, der die Trilogie gekillt hat? Ja, kann man! Und es ist nicht Luke, nicht Holdo, auch nicht Canto Bite. Der Zeitpunkt des Todes der Star Wars Sequels ist gerade die Szene, die viele als die beste im ganzen Film bezeichnet haben. Während die meisten Leute begriffen haben, dass Episode 8 objektiv schlecht ist, redet sich ein großer Teil noch ein, dass immerhin die Szene im Thronsaal gut war. Ich sage euch aber, mal wieder, auch diese Szene ist objektiv schlecht und eine noch viel größere Katastrophe, als ihr euch vorstellen könnt. Do not hesitate. Die Thronsaal-Szene wurde von vielen Star-Wars-Fans als eine Szene beschrieben, die noch erträglich war. Manche Leute sagen sogar, es sei die beste Szene des ganzen Films. Vielleicht sogar die einzige gute Szene. Zuerst? Nein, ist sie nicht. Es ist ein großer Haufen Müll und das schauen wir uns noch genau an. Aber die ganze Sache ist noch viel schlimmer, als ihr euch vorstellen könnt. What if I told you I know which film they copied? A film made 78 years before Last Jedi. Probably just a coincidence. Ja, Rian Johnsons großartige Thronsaal-Szene ist 1:1 geklaut vom Zauberer von Oz. Die Kameraposition, die Schnitte, alles gleich. This is great. Schon auf dem Weg zur Thronsaal-Szene schafft es Rian Johnson, die Fans zu verärgern. Rey klaut nämlich Luke mal wieder den Story-Arc. That was why you couldn't destroy me. That's why you won't bring me to your emperor now. Du musst das nicht tun. Ich fühle den Konflikt in dir. Er zerreißt dich förmlich. Snoke ist so mächtig, dass er sich sogar traut, die Handschellen von Alleskönnerin Rey zu öffnen. Er kann sie sogar mit der Macht durch den halben Raum zerren. Ich habe meinen jungen Schüler gewarnt, dass wenn er stärker würde, sich jemand Ebenbürtiges auf der guten Seite erhebt. Sind wir uns sicher, dass Rey hier die gute Seite repräsentiert? Noch vor 5 Minuten hat sie in diesem Film einen alten, unbewaffneten Mann von hinten angegriffen und ihm gedroht, ihn mit seinem eigenen Lichtschwert umzubringen. Ich habe meinen jungen Schüler gewarnt, dass wenn er stärker würde, sich jemand Ebenbürtiges auf der guten Seite erhebt. Warum sagt Snoke, dass Rey auf der guten Seite steht? Die Sith hatten immer gesagt, dass sie auf der dunklen Seite stehen, aber das war für sie nie die böse Seite. The dark side I sense in you. I've become more powerful than any Jedi. Learn to use the dark side of the Force. Only then will you be strong enough with the dark side. To save Padme, then we shall have peace. I am becoming more powerful than any Jedi has ever dreamed of, and I'm doing it for you, to protect you. I have brought peace to the Republic. You don't know the power of the dark side. Strike me down with all of your hatred, and your journey towards the dark side will be complete. Wenn Snoke Rey hier die gute Seite zuspricht, sagt er automatisch, dass er der Böse in der ganzen Geschichte ist. Bösewichte sind aber genau deshalb so gefährlich, weil sie von sich selbst denken, dass sie auf der guten Seite der Geschichte sind. Snoke feiert es hier aber anscheinend, dass er der Böse ist. Wisst ihr, wer das noch macht? Bösewichte in Kinderserien. Nur dass ihr wisst, auf welchem Niveau Rian hier seine Dialoge schreibt. Snoke ist so mächtig, dass er Rey einfach so durch den Raum ziehen kann. Unsere Mary Sue ist aber weiterhin ruhig und steht über den Dingen. Ihr unterschätzt Skywalker und Ben Solo und mich. Es wird euer Untergang sein. Expositionsgekotze. Jetzt mal ehrlich, Rian. Wie hölzern kann man Dialoge schreiben? I said to George, you can type this. Stuff. But you can't say it. Snoke zeigt sich jedoch wenig beeindruckt und sagt zu Rey, was ich den Mitarbeitern an der Kinokasse nach dem Film sagte, als ich nach diesem Schrottfilm mein Geld zurückverlangt habe. Gib mir alles. Oh, Kylo Ren hat Mitleid mit Rey. Vielleicht hätte Snoke nicht so blöd sein sollen und ihn vor Rey runtermachen sollen. Ich habe den Konflikt in Rens Seele geschürt.
Ich wusste, er würde nicht stark genug sein, um es vor dir zu verbergen. Warte, du kannst danach noch stehen? Lichtschwerter sind aus massivem Metall. Wow, it's heavier than I thought. You serious? Das ist übrigens dasselbe Lichtschwert. Habt ihr schon mal einen kleinen Hammer auf den Kopf bekommen? Please wipe your memory and prepare for landing. Ray würde nach diesem Schlag nicht mehr so einfach stehen und ihr Kopf wäre vermutlich auch nicht mehr ganz. Aber okay, Kleinigkeiten, kommen wir mal zu den großen Dingen. Snoke zeigt Ray, wie der Widerstand in seinen kleinen Transporter nach und nach abgeschossen wird. Ein harter Moment für unseren starken und unabhängigen Hauptcharakter. Was macht Ray jetzt aber, nachdem sie schon dreimal von Snoke herumgeschubst wurde wie ein Kind von einem englischen Premierminister? Natürlich macht sie ein viertes Mal genau dasselbe, denn was beim dritten Mal nicht geklappt hat, klappt auf jeden Fall beim vierten Mal. Was sagt Albert Einstein eigentlich dazu? Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Perfekt. Ray ist einfach die Definition von Wahnsinn. Ray schafft es in einem Raum mit zwei anderen, viel erfahreneren Machtnutzern, das Lichtschwert eines anderen Machtnutzers an sich zu reißen. Ha! Coole Pose, ihr drei. Aber sie ist dort drüben. Auf der anderen Seite des Raums. What the fuck tut ihr da? Und was sind das überhaupt für Posen? Wenn man sich für einen Kampf bereit macht, nimmt man immer eine Verteidigungsposition ein. Was diese Wache dort macht, ist Ausdruckstanz. Don't ever do that again. Snoke verlangt nun von Kylo Ren sein Training zu beenden, indem er Rey tötet. Wo es einst Konflikt gab, fühle ich nun Entschlossenheit. Wo es einst Schwäche gab, Stärke. So schnell hat sich das geändert? Wow! Ich habe den Konflikt in Rens Seele geschürt. Ich wusste, er würde nicht stark genug sein, um es vor dir zu verbergen. Wo es einst Konflikt gab, fühle ich nun Entschlossenheit. Also Kylo Ren, go on! Schließe deine Ausbildung ab und erfülle dein Schicksal. Jetzt mal im Ernst. Was ist das für eine dämliche Abschlussprüfung? Er soll zu schwach sein, um einen Konflikt in ihm verbergen zu können. Aber wenn er Rey tötet, soll er der Boss sein. Ist das dieses Training, das Kylo Ren laut J.J. Abrams nach Episode 7 beenden sollte? Bringen Sie Kylo Ren zu mir. Es ist an der Zeit, seine Ausbildung abzuschließen. Und von jetzt auf gleich soll er dieses Training abgeschlossen haben. Weil jetzt kann er Konflikte in sich verbergen. Und ist komplett... ja... was auch immer. Ach du Kacke, und ich habe umsonst hunderte Euros in Kollegas Boss-Transformation gesteckt. Und dabei hätte ich einfach nur Frauen schlagen müssen. Andrew Toast hatte recht. Doctor, you're wanted on the phone. Rian Johnson musste aber mal wieder den Rian Johnson machen. Der große Snoke prahlt damit, dass er nicht getötet werden kann. Es ist nicht möglich, mich zu verraten. Es ist nicht möglich, mich zu besiegen. Und während er das macht, wird er getötet. Rian Johnson hat den großen Bösewicht der ganzen Trilogie, den einzigen, der bisher mächtig genug war, um Rey herumzuschubsen, getötet, einfach nur, weil er mit unseren Erwartungen spielen wollte. Nice writing, Rian. Snoke war der Typ, auf dem 50% der gesamten Fantheorien lagen. Und er ist nach all dem Mist, der bisher in diesem Film passiert ist, der letzte Charakter, der die Fans noch interessiert. Aber Rian Johnson wirft ihn einfach so auf den Müll. Subvert our expectations, motherfucker. What a stupid son of a bitch. Rian Johnson tötet das Zugpferd der gesamten Trilogie, in das die Fans so große Hoffnungen gelegt haben, und lässt uns mit einem riesigen Haufen Chaos zurück. Hux ist lächerlich, Kylo Ren nicht mehr ganz so gefährlich, wenn die Fans ihn denn überhaupt mal ernst genommen haben, Phasma ist tot, die Flotte der Ersten Ordnung ist zerstört, genauso wie ihre Superwaffe. Und warum? Weil Rian Johnson eine krankhafte Obsession hat, das zu tun, was wir nicht erwarten. Selbst wenn es katastrophale Auswirkungen für den Film hat. Einige Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Hey Rian, ich bin neugierig. Was war deine Idee für Episode 9? Wie hättest du diese Story weiterführen wollen? Wer sollte der große Bösewicht oder die große Bedrohung sein? Erwartest du etwa einen großen Twist? Und der Codeknacker ist hier der eigentliche Drahtzieher hinter all dem? Schon möglich. Sir. Villain, Benicio. Yes, not a villain. Not a villain. Don't believe the internet. Not a villain. Ugh.
Du stehst ja so darauf, unsere Expectations zu subverten. Wie wäre es, wenn du unsere Erwartungen mal so richtig subvertest und einen guten Film machst? Ich verspreche dir, das erwartet keiner mehr von dir. Und dann kommen die Disney-Ritter und sagen wieder, es sei doch kein Problem. Beim Imperator wussten wir ja auch nicht, wer er ist. Ja, nur die Story der Originaltrilogie war nicht darauf aufgebaut, dass wir herausfinden, wer der Imperator ist. Außerdem müssen wir genau dieselbe Geschichte noch einmal haben. Ihr sagt doch selbst immer, man soll etwas Neues machen. Ich wurde oft gefragt, was ich am schlimmsten an Episode 8 finde. Naja, das sollte nach dem letzten Video klar geworden sein. Aber erzähltechnisch ist nicht Luke das, was die Story des Sequels so komplett abgefuckt hat. Der Moment, in dem das Interesse der Fans und die Story dieser Trilogie gestorben ist, ist die Szene in Snokes Thronsaal. Während man sich nach einem verkackten Luke, einer verkackten Storyline und einer absolut verkackten Charakterentwicklung noch einreden konnte, dass Snoke noch interessant sei und man gespannt darauf wäre zu erfahren, was hinter ihm steckt, verpasste Rian Johnson der Trilogie mit dieser Szene den Todesstoß. Und warum? Weil er einen krankhaften Zwang hat, etwas zu tun, das wir nicht erwarten. Ohne Grund und ohne Sinn. Und ohne sich Gedanken darüber zu machen, was es für die Regisseure, die nach ihm kommen, bedeutet. Rian Johnson ist ein Egoist und zieht eine Spur der Verwüstung hinter sich. Stellt euch mal vor, ihr wärt Colin Trevorrow und hättet 3 Jahre lang Arbeit darin gesteckt, eine Story rund um Luke, Snoke, Rey, Finn und Kylo Ren aufzubauen. Und dann kommt jemand und zeigt dir einen Mittelfinger so lang wie ein Lichtschwert. Noch eine Frage für zwischendurch, wo wir schon bei Länge sind. Was ist in dieser Szene eigentlich mit dem Lichtschwert passiert? Das wird vom einen auf den anderen Shot auf einmal größer. Seht ihr? Hier ist das Lichtschwert gerade so hinter der Hand von Snoke und hier steht es einen halben Meter drüber. Habt ihr eure Animationsteams wieder nicht bezahlt oder was ist da passiert? Und hier kommen wir dann zum Kampf gegen die Praetorian Guards. Dieser Kampf ist aber so eine Riesenkatastrophe, dass er sein eigenes Video bekommt. Das Skript dazu riecht übrigens schon wieder nach über einer Stunde. Alles, was ihr heute dazu wissen müsst, die Praetorian Guards sind nach dem Kampf alle tot und waren so lächerlich, dass sie auch keine Bedrohung mehr sind. Wovor wir in Teil 9 noch Angst haben sollen? Keine Ahnung. Aber Dead Justice, in The Mandalorian waren die viel besser als im Film. Serien zählen bei Filmen aber nicht. Wenn ich ins Kino gehe, kann Disney nicht erwarten, dass ich alle 12.000 Serien gesehen habe, die Kathleen Kennedy irgendwann mal angekündigt hat. Und The Mandalorian macht mit der aktuellen Entwicklung einen guten Case dafür, dass die Serie ebenfalls stirbt. Mann, freue ich mich auf die Videos zu den Serien. Also, was machst du jetzt, wenn du als Regisseur das komplette Feld der Antagonisten zerstört hast? Ist doch klar, Dead Justice. Du nimmst die Protagonisten und machst dort auch den Plan deines Vorgängers kaputt. Willst du die Wahrheit über deine Eltern wissen? Oder hast du sie immer gewusst? Sie waren niemand. Sie waren dreckige Schrotthändler. Verkauften dich, um ihren Suff zu finanzieren. Und jetzt werden mir die Disney-Ritter erzählen, warum das eine tolle Wendung ist. Jetzt kann jeder die Macht haben und nicht nur jemand mit besonderen Eltern. Ja, wer hat auch hier das Gegenteil behauptet? Ah, ich erinnere mich noch an all die mächtigen Jedi in den Prequels mit ihren mächtigen Jedi-Eltern. Zum Beispiel Mace Windu, dessen Eltern, oder Luminara Unduli, deren Eltern, was haben Obi-Wans Eltern noch genau gemacht? Ach richtig, wir haben keine Ahnung. Sie waren niemand in der Story. Rian Johnson hat Reys Eltern zu belanglosen Säufern gemacht, einfach nur, weil es das Gegenteil von dem ist, was J.J. Abrams angedeutet hat. Subvert Our Expectations funktioniert aber nicht mehr, wenn man immer und immer wieder dieselbe Scheiße abzieht und einfach immer nur plump das Gegenteil macht von dem, was wir erwarten. Außerdem ist es nicht gerade das Intelligenteste, Reys Eltern zu belanglosen Säufern zu machen, wenn das größte Mysterium und das einzige, das Rey interessant macht, die Frage ist, wer ihre Eltern sind. Auf meine Familie. Die kommt bald wieder. Eines Tages. Komm zurück! Ruhig, Kleiner. Sie waren niemand. He writes amazingly fierce and independent women. Sie waren dreckige Schrotthändler. Verkauften dich, um ihren Suff zu finanzieren. Lass alles sterben. Rey, verbünde dich mit mir. Ja, wer könnte dieses Angebot auch ablehnen? Ich mache ihm ein Angebot, das er ablehnen kann. Verbünde dich mit mir. Irgendwoher kenne ich das aber. Join me. We can end this destructive conflict and bring order to the galaxy. Together, you and I can rule the galaxy.
Rey hat aber keinen Bock drauf und versucht, sich Lukes Lichtschwert zu krallen. Was steht ihr da so rum? Macht einfach einen Schritt nach vorne und nehmt das Lichtschwert. Und nach diesem ganzen Müll zerstört Rian Johnson nicht nur die komplette Sequel-Trilogie, sondern einfach mal Lukes Lichtschwert. Ach du Scheiße. At last we will have revenge. It's a trap! Ach ja, übrigens, der Schauspieler von Snoke hat auch erst eine Stunde vorher erfahren, dass seine Figur stirbt. I think we're gonna have a couple of really great scenes, including a big climactic throne room scene. Okay. I didn't want you to be blindsided. It climaxes with a spectacular death of Snoke. I'm sorry.